Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Nachdem Albert Einstein einen Roundhouse-Kick von Chuck Norris abbekam, verstand er, wie sich Gravitationswellen verhalten. Chuck Norris steht am Kölner Hauptbahnhof und begrapscht Asylanten. Chuck Norris ist so männlich, er hat zwei Y-Chromosomen. Chuck Norris duscht im Vulkan. Ich bin kein Rassist, aber Eis schmeckt wirklich lecker. Das war überhaupt nicht rassistisch. Sag ich doch, nie hörst du mir zu, scheiß Rumäne. Wenn du deine Unterhose mit der Innenseite nach außen anziehst, hat das ganze Universum deine Unterhose an. Nur du nicht. Studieren ist wie Schlittenfahren. Einfach nur ohne Schlitten. Und ohne Schnee. Und ohne Spaß. Aber es geht bergab. Mathematikunterricht ist wie RTL. Man schaut zu und denkt sich, warum sollte jemand so etwas tun? Wenn deine Freundin sagt, ich gehe mich mal hübsch machen, ist welche Klinik nicht die richtige Antwort. Wenn eine Koralle gestresst ist, stirbt sie. Wäre ich eine Koralle, wäre ich also schon längst tot. Aber die wichtigste Frage, was stresst eine Koralle? Seitdem ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen. Opas Weisheiten, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder hat ein schmuckes Glied. Ich habe meinen Router nach meiner Ex benannt, weil wir keine Verbindung herstellen konnten. Und weil mein Nachbar andauernd drin war. Die Amerikaner nennen es Wahlen, der Rest der Welt sieht es als IQ-Test und es sieht nicht gut aus. Und was ist der Unterschied zwischen einem farbigen und einem Winterreifen? Winterreifen fangen nicht an zu singen, wenn man sie in Ketten legt. Erlkönig Version 2016. Mein Vater, jetzt warte doch mal, ich habe hier im Wald kein Mobilfunksignal. Die IT, alles funktioniert, wofür bezahlt man euch eigentlich? Etwas funktioniert nicht, wofür bezahlt man euch eigentlich? Da schenkt man seinem Sohn ein brandneues Mountainbike zum Geburtstag und dieser Bastard sitzt einfach nur weinend im Rollstuhl rum. Heute Abend hat mein Leben wieder Gin. Jetzt steht seit über 2 Jahren so ein Malaysia Airline Flieger bei mir im Garten. Weiß jemand, wann die sowas abholen kommen oder ist das jetzt meins? Entwendi, das Pferdestillmagazin. Donald Trump und die Präsidentschaftswahl. Oder wie ich es nenne, Prolog zum Dritten Weltkrieg. Zur Sicherheit habe ich nachts immer ein Messer unter meinem Kopfkissen. Man weiß ja nie, vielleicht bringt ja mal jemand Kuchen vorbei. Würde im Kühlschrank jemand arbeiten, müsste man ständig, nee, ich schaue mich nur um, sagen. Deine Mutter ist so fett, sie isst teilweise Leerzeichen. Hannibal hat die Überquerung der Alpen auf deiner Mutter geübt. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.